Kriminellen Straftätern und Gefährdern will die Bundesregierung jetzt eine finanzielle Reiseunterstützung bezahlen. Der neueste Vorschlag aus Absurdistan in Germanistan, kann man nur sagen, kommt von Nancy Faeser. Und alle fragen sich, in welcher Realität lebt diese Frau? Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ganz dringend diesen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du überlegst, diesem Wahnsinn hier ein Ende zu bereiten, indem du diesem Lande einfach den Rücken zukehrst und erst wiederkommst, wenn es besser geworden ist, dann empfehle ich mal Auswandern mit Kopf, ein Kanal für jeden, jung oder alt, arm oder reich. Wir befassen uns mit einem der spannendsten Themen dieser Zeit. Auswandern, wie geht das eigentlich, wo fängt man an, wo hört man auf, was darf man nicht vergessen und so weiter. Doch wir kommen zurück zur schlechtesten Innenministerin aller Zeiten, die schon einzelne Personen wegen gewisser Beleidigungen hat mit Strafantrag verfolgen lassen, zum Beispiel Tim Kellner, ihr kennt das Ganze und nein, ich habe auch kein Foto gerade eingeblendet, ihr wisst schon, was gemeint ist. Es geht jetzt hier um die Pläne der Bundesregierung für Abschiebungen nach Afghanistan. Nach Bildinformationen sollen die Konkrete inzwischen immer konkreter werden, sie finden jetzt auch schon zwischen Bund und Ländern statt, um die Ausreise afghanischer Staatsbürger finanziell zu unterstützen. Ein Sprecher des Bundesministeriums des Innern sagte folgendes, Zitat, das BMI prüft fortlaufend, wie die operativen und auch rechtlichen Voraussetzungen für Abschiebungen auch nach Afghanistan geschaffen werden können, um für die Abschiebung zuständigen Länder zu unterstützen. Zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen kann auch die Auszahlung einer finanziellen Reiseunterstützung dienen. Diese wird dann auch an kriminelle Straftäter sowie Gefährder ausgezahlt. Das ist erstmal eine Klatsche ins Gesicht von uns allen, die diese Steuern bezahlen, die jetzt dafür, dass diese Leute, die hier nichts mehr zu suchen haben, gehen sollen, auch noch ihnen Geld hinterherwerfen sollen. Und wir reden hier nicht über die Flugkosten. Selbstverständlich tragen wir die Flugkosten, wenn diese Personen gehen. Es geht hier um finanzielle Unterstützung, dann, wenn man zu Hause angekommen ist. Das ist ja das Schlimme an diesem Fall. Und seit Sommer 2021, dank Innenminister Horst Seehofer, gibt es keine Abschiebungen mehr nach Afghanistan. Die Bundesregierung, sie möchte das ja jetzt ändern, haben sie schon lange vorgeschlagen. Und jetzt kommen sie hier mit der Auszahlung einer finanziellen Reiseunterstützung an Afghanen. Damit könnte man das Ganze auch juristisch erleichtern, argumentieren sie. So beklagen etwa afghanische Staatsbürger vor deutschen Gerichten, dass ihnen im Fall einer Rückkehr in ihre Heimat extreme Armut drohe. Eine finanzielle Unterstützung würde es ihnen möglich machen, in der ersten Zeit für Nahrung, Wohnraum etc. aufzukommen. Leute, wie man so viele Lügen in so einem Artikel verpacken kann, es ist wirklich phänomenal. Auch der Sprecher des BMI, wie er hier sagte, sie prüfen rechtliche Voraussetzungen für Abschiebungen. Da muss man mal sagen, das BMI ist Vollzugsbehörde der Abschiebung. Also die Bundespolizei fliegt diese Leute in ihre Heimatländer. Die rechtliche Prüfung müsste ja eigentlich gar nicht stattfinden, wenn wir uns an Recht und Gesetz halten. Und da kommt nämlich das Problem hier hinzu. Die Lagebewertung des Auswärtigen Amtes ist es, was sie hier versuchen zu umgehen. Anstatt einfach mit der Richtlinienkompetenz, die Olaf Scholz hat, Frau Baerbock so einen über den Mund zu fahren, muss man ja sagen, dass sie nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Wenn die Lagebewertung des Auswärtigen Amtes eindeutig ist, dass es sicher ist, die Leute dorthin zurückzuschicken, muss Frau Faeser auch keine juristische Prüfung machen, denn dafür haben wir einen Minister, Herrn Buschmann, und der sieht das, wie ich das sehe, die Gesetze geben das vollkommen her, egal ob ihr anerkannt seid oder nicht. Und wenn die Gastländer sagen, die Passersatzpapiere aus Deutschland, die reichen nicht aus, dann muss man das Ganze bis zur diplomatischen Eskalation treiben. Wenn sie nicht bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzunehmen, dann weist hier einfach alle anderen Staatsbürger aus. Fangt an beim diplomatischen Personal, dann macht weiter bei allen, die irgendwie zum Staatsapparat gehören. Und was meint ihr, was los ist, wenn aus Ländern wie Afghanistan oder Syrien, wenn hier Diplomaten ihre Pässe entzogen bekommen, wenn man hier anfängt, die ausgestellten Visa für die Leute, die wirklich über Visa gekommen sind, dann auf einmal zu entziehen, wenn man den wirtschaftlichen Zugang behindert, das ist am Ende wirtschaftliche Kriegsführung, selbstverständlich, aber wer uns versucht zu erpressen, muss damit rechnen, dass er ebenso erpresst wird. Anders funktioniert das nicht und jetzt wollen sie hier denen Geld bezahlen, wo man sagen muss, nein, wenn jemand abgeschoben wird, wir sind absolut nicht dafür verantwortlich, ob jemand dann dort, wenn er ankommt,
was zu essen oder zu trinken hat oder ein Dach über dem Kopf. Wir sind nicht das Sozialamt dieser Welt und uns muss es dann irgendwann auch egal sein, wenn Menschen, die für unsere Gesellschaft hier eine veritable Gefahr darstellen, in ihrem Heimatland dann ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst haben. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier keine Menschlichkeit habe, sondern wir müssen einmal die Priorität setzen und die Priorität ist bei uns zu Hause. Erst wenn unsere Gesellschaft sicher ist und unsere Wirtschaft wohl prosperierend läuft, kann man darüber nachdenken, ob man einzelnen, wirklich armen Menschen helfen kann. Und dabei ist die Hilfe, die wir leisten können, immer nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wer hier nicht arbeitet, wer hier nicht die Sprache lernt, wer sich hier nicht integrieren möchte, hat keinen Anspruch darauf, für immer hier zu bleiben, hat keinen Anspruch darauf, hier von irgendetwas zu profitieren. Wir sind der Herr im Haus, wir können die Regeln bestimmen. Jeder, der was anderes behauptet, will am Ende nur dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist und dass es keinen Konflikt gibt in diesem Lande. Aber die Konflikte, wir haben sie schon auf offener Straße in den Parallelgesellschaften. Wir müssen uns endlich ehrlich machen und mit einer finanziellen Ausreiseunterstützung für Gefährder und kriminelle Straftäter schießen Sie den Vogel jetzt erstmal richtig ab. Ich frage mich, wie tief wollen Sie sinken bei den Wahlen? Aber das Projekt U5 ist für alle Ampelparteien inzwischen erfolgreich eingeleitet. Es bleibt wirklich spannend, wie es am Ende ausgeht. Und die Klatschen, die haben Sie wahrlich verdient. Wer so lange die Realität verweigert, egal ob das unser Kanzler ist, ob das unser Wirtschaftsminister ist, der immer noch sagt, naja, der Wirtschaft geht's nicht schlecht, die Zahlen sind nur schlecht. Völliger Wahnsinn, Leute. Sie sind etwas da oben nicht mehr ganz beisammen, würde der eine sagen, aber da fühlen Sie sich ja immer gleich beleidigt, wenn man Ihnen einfach nur unterstellt, dass Sie mit Ihrer Intelligenz nicht qualifiziert genug sind, Ihr Amt auszuführen, was Ihnen anvertraut wurde. So wäre es doch mal eine Diskussion wert, ob man einen Mindestintelligenzquotienten für einen Minister oder einen Bundeskanzler festlegt. Ja, die Wahlen sind frei, aber es gibt ja auch die Regelung, dass der Staatspräsident bzw. der Bundespräsident in diesem Lande ein Mindestalter haben muss. So kann der Gesetzgeber am Ende auch hingehen und sagen, wir machen einen unabhängigen, vergleichbaren Intelligenztest und jeder mit einem IQ von unter 110 ist ausgeschlossen von einem Amt für die Regierung oder weitere Ämter, gehobene Ämter, denn wir brauchen nur das Spitzenpersonal für unseren Staat. Wenn es aber möglich ist, dass hier auch Leute, die eventuell, ich kenne keinen Test unserer Minister, aber es sei mal dahingestellt, der Durchschnitt der Bevölkerung hat einen IQ von 100, daran wird der Test immer ausgerichtet, so ist es ja statistisch sehr wahrscheinlich, dass wir ein paar Leute über 100 in der Regierung haben und halt auch ein paar Leute unter 100. Und wenn wir dann so ein paar Leute haben, die mit IQ 80, 75 oder 85 oder 90 versuchen, unser Land zu führen, dann haben wir halt eben keine erstklassigen Ergebnisse, sondern Ergebnisse unterhalb vom Durchschnitt. Das ist Logik, das ist ganz normal. Sie würden jetzt sagen, ich verbreite Hass, Hetze und irgendwelche Lügen. Dabei können Sie einfach nicht rechnen, haben keine Ahnung von Statistik, statistischer Verteilung von Wahrscheinlichkeit. Deswegen sage ich immer, im Parlament, im Deutschen Bundestag, bei den 735 Abgeordneten, die dort im Moment sitzen, soll der Querschnitt der Bevölkerung sitzen. Das heißt, Mörder, Vergewaltiger, Sexualverbrecher, alle müssten rein theoretisch Teil des Parlaments sein. Wir können nichts beweisen, natürlich, aber die normale Verteilung, warum soll sie Halt machen vor dem Parlament? Andere würden sagen, dort ist die Kriminalität sogar gehäuft. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, die Bundestagstoiletten auf Kokain zu untersuchen. Wir erinnern uns alle schon fast 20 Jahre her, wo sie das gemacht haben. Aber wenn ich das mache, nur weil ich Zutritt habe, dann werde ich mit Sicherheit danach Hausverbot haben. Wir brauchen jemanden von der Presse, der Zutritt hat und der danach sowieso ins Ausland geht. Dem kann man seine Zutrittsakkreditierung einfach entziehen, dem würde es nicht wehtun. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, abonniere auch Auswandern mit Kopf. Schaue bei X vorbei für das Video vom Frankfurter Hauptbahnhof in voller Länge mit dem Kopfschuss. Eine richtige Hinrichtung am Bahnsteig. Und ansonsten sage ich Ciao, bis bald.